Wir feiern Karfreitag, das ist ein Grund zum Feiern und gleichzeitig auch immer wieder was Verstörendes. Was ist da passiert vor 2000 Jahren? Warum musste Jesus sterben, ist die Frage. Und was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Darum wollen wir heute unsere Gedanken drehen lassen und ich möchte aus Matthäus 27 lesen, was da geschah. Jesus wurde verraten von einem seiner Jünger, von Judas. Er wusste, jetzt ist meine Zeit gekommen, jetzt werde ich für die Sünde, für die Schuld dieser Welt sterben. Und wir lesen, dass er gefangen genommen wurde, dass er vor den Hohen Rat kam, dass er verhört wurde, aber der Hohe Rat durfte niemanden zum Tode verurteilen. Darum gaben die ihn weiter zu den Römern. Die haben kollaboriert mit den Römern. Und wir lesen, Matthäus 27, bei Tagesanbruch fassten alle führenden Priester zusammen mit den Ältesten des jüdischen Volkes den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und übergaben ihn dem römischen Gouverneur Pilatus. Also die hatten keine Macht, aber sie gaben es Leuten, die Macht haben. Die Frage war, wie können die dem Pilatus verklickern, dass man den Jesus töten muss? Wir lesen dann, als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt. Ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Was geht uns das an? Erwiderten sie. Das ist deine Sache. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Danach ging er weg und er hängte sich. Die führenden Priester nahmen die Silberstücke an sich und sagten, dieses Geld darf man nicht zum Tempelschatz legen, weil Blut daran klebt. Sie berieten über die Sache und kauften dann von dem Geld den sogenannten Töpferacker als Friedhof für die Fremden. Dieses Stück Land heißt daher bis heute Blutacker. Dann geht es hier weiter, Vers 11. Als Jesus vor dem Gouverneur stand, fragte ihn dieser, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester und die Ältesten brachten Beschuldigungen gegen ihn vor, aber er verteidigte sich mit keinem Wort. Da sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich haben, was sie gegen dich vorbringen? Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Zum großen Erstaunen des Gouverneurs sagte er nicht ein einziges Wort. Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen Gefangenen freilassen pflegte, den das Volk selbst bestimmen durfte. Also gab es ja diese Privilegien, die Römer sind die Besatzer, aber so einmal im Jahr lassen wir einen Gefangenen frei und so. In diesen Tumult hinein wird Jesus gefangen. Damals war gerade ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis, er hieß Jesus Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte, wen soll ich euch freigeben, Jesus Barabbas oder den Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias? Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Paulus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig, ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Also wir sehen, an diesem Tag geht ganz viel ab. Da ist die politische Führung, da ist die Besatzungsmacht, da ist die religiöse Führung, da werden Träume geträumt, da werden Gefangene freigelassen. Da ist was in der Luft. Die Frau hat geträumt von Pilatus und sagt, hey, wenn du das machst, das kommt nicht gut, ich habe da was geträumt. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Massenhysterie. Damals gab es noch kein Social Media, wo man die Menschen beeinflussen konnte, aber die haben das Volk beeinflusst und gesagt, hey, fordert das. Sie waren auf Stimmenfang. Als darum der Gouverneur Jesus, Gouverneur, noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich freigeben, antwortete die Menge, Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem er heißt, es sei der Messias, wollte Pilatus wissen, ans Kreuz mit ihm, riefen sie alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Also die Römer waren harte Besatzer, aber sie wollten ein gerechtes Gerichtsurteil. Das war ihnen wichtig.
Doch sie schrien nur noch lauter: ans Kreuz mit ihm! Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Wir haben am Palmsonntag darüber gesprochen, dass im Passafest war immer so Hochkultur von, es könnte einen Anschlag geben, es könnte einen Massaker geben, es könnte einen Aufstand geben. Das wollte Pilatus auf alle Fälle verhindern. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menschen die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Wow. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten. Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die gesamte Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen: Es lebe der König der Juden! Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock, schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus, legten ihm seine eigenen Kleider wieder an, dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Zyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha hieß. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Da war so ein Felsvorsprung, der sah aus wie ein Schädel. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Anschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selbst und steige ab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus: Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwein, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei, die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich, die Gräber öffneten sich, viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch viele Frauen dort, die von Weitem zusahen. Sie waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befand sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter des Zebedäus. Als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann, der aus Arimathäa stammte und ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus ordnete an, der Tote solle Josef überlassen werden.
Da nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in das noch unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber gesetzt. Findest du es gut, diese Geschichte wieder mal einfach zu lesen, sich zu Gemüte zu führen? Und das ist ja nur eine von vier Berichten, die wir haben über die Kreuzigung. Die anderen Evangelien, die Evangelisten schreiben noch ein paar andere Details. Aber die Frage ist schon, warum wird dieser Jesus gekreuzigt? War das einfach irgendwie halt zur falschen Zeit am falschen Ort? Die Kreuzigung wurde 1000 Jahre früher von den Phöniziern erfunden, sozusagen, von den Römern dann perfektioniert. Etwas vom Qualvollsten und Grausamsten, wie man sterben kann. Also da gehen Prozesse auch im Körper ab, man verstickt halb und also ganz, ganz schlimm. Also wer gekreuzigt wird, der stirbt 1000 Tode. Warum muss Jesus sterben, ist die Frage. Und warum feiern wir das bis heute? Warum haben wir ein Kreuz jeweils hinten dran? Es ist jetzt nicht hinten dran aus livestream-technischen Gründen mit Bildkamera, bla bla bla. Aber ihr seht es überall. Hier auf den Bergspitzen, die Leute tragen es auch so um den Hals oder als Ohrringe und in vielen Landesflaggen ist das Kreuz drin. Das Rote Kreuz hat auch dieses Kreuz. Was hat es mit diesem Kreuz auf sich? Hast du dich das schon mal gefragt? Warum haben wir ein Folterinstrument als Zeichen dafür, an was wir glauben? Das ist schon ein bisschen fraglich. Warum haben wir nicht irgendwie einen Adler oder irgendwas Majestätisches, eine Krone? Warum hat sich das Kreuz durchgesetzt? Als Jesus sich taufen ließ, im Johannes 1, Vers 29, sagt Johannes, als er Jesus auf sich zukommen sieht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Spannend. Also Jesus kam und er war wie ein Opferlamm, ein unschuldiges Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt, das die Welt von ihrer Schuld reinigt. Ah, da gibt es Sünde. Was ist denn Sünde? Sünde nennt die Bibel alles, was nicht aus Glauben an Gott geschieht, was nicht aus Vertrauen, aus Liebe zu Gott geschieht. Da ist dieses Lamm, das ist dieser Jesus, der nimmt alles Negative weg, alles Böse, alles, was dich kaputt macht, hat er besiegt. Das ist die Botschaft. Und es gibt diese Stelle im Alten Testament, im 1. Samuel Kapitel 2, da ist der Eli, der hohe Priester und seine Söhne sind auch Priester im Tempel und die machen ganz viel Scheusal. Ja, alles, was man nicht sollte, das machen sie. Und er will sie in den Senkel stellen und sagt, hey Jungs, das geht so nicht. Und er sagt, wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird sein Fürsprecher sein? Lesen wir in 1. Samuel 2, Vers 25. Also die Frage ist, was geschieht, wenn die Menschheit sich gegen ihren Gott versündigt? Wer kann uns dann noch retten? Das ist die große Frage. Und wir können dann einfach sagen, ja, Gott ist ja ein liebender Gott. Kann ja mal ein Auge zudrücken, oder? Muss ja nicht so eng sehen. Ja, er ist Liebe und er ist gnädig, aber er ist auch wahrhaftig und er ist auch gerecht. Und Gott ist nicht jemand, der einfach sagt, oh, ich kann das nicht aushalten. Es gibt ja diese Leute, die muss immer alles genauso sein, wie sie das wollen, sonst halten sie das nicht aus. Weil sie sind so ästhetisch veranlagt. Und es ist nicht so, dass Gott sagt, oh, ich halte das nicht aus, diese schlimme Welt. Johannes Hartl hat das so erklärt in seinem Video, das er kürzlich gepostet hat. Es ist eher so, wie jemand, der ein absolutes musikalisches Gehör hat und hört, wenn jemand im Orchester falsch spielt oder sein Instrument nicht gestimmt hat. Du kannst trotzdem mitspielen, aber es löst das Problem nicht, es klingt immer noch falsch. Und Gott liebt die Welt und er sagt, hey, ich will, dass wir zusammen sein können, aber er kann nicht einfach so tun, als ob es nicht falsch wäre. Als ob es nicht falsch klingen würde. Und du kannst es auch so sehen, je mehr du Licht auf eine Stelle tust, umso mehr siehst du, wo ist es schmutzig, wo ist es irgendwo kaputt, verunreinigt.
Wenn es dunkel ist, siehst du es nicht so. Ja, ja, schon gut. Wenn du das Licht anzündest, oh, meine Güte, wie sieht unser Küchenboden aus? Und heute kommt Besuch. Das geht so nicht. Gott ist nicht intolerant im Sinne von, ich kann das nicht tolerieren, sondern er ist die vollkommene Liebe. Er ist vollkommene Liebe. Und Kierkegaard hat gesagt, wenn Gott die vollkommene Liebe ist, dann ist er unser Todfeind. Respektive wir sind seine Todfeinde. Weil wenn er vollkommen Liebe ist, wir können nicht mit ihm zusammen sein. Weil wir sind nicht vollkommen Liebe. Also wir, ja, niemand ist vollkommen lieb. Ich spüre das täglich in meinem Herzen. Da ist Neid, da ist Missgunst, da ist Selbstzentriertheit. Die Lust fragt, was kannst du mir geben? Die Liebe fragt, was kann ich dir geben? Und so oft sind wir von der Lust getrieben. Was kriege ich? Was gibt mir mein Partner? Was gibt mir diese Welt? Was gibt mir der Pastor? Was gibt mir Gott? Und Jesus ist genau das Gegenteil. Er sagt, was kann ich dir geben? Das ist die Liebe. Und die Frage ist wirklich, was machen wir Menschen, wenn wir ein Problem haben mit Gott? Wer kann unser Fürsprecher sein? Wer ist der Vermittler? Wer kann es versöhnen? Das ist das, was Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Da passiert etwas. Und das Spannende bei den Jüngern ist ja das waren ungebildete Leute. Paulus später war einer eher der Gebildeten, aber Johannes, Petrus, das waren Fischerleute, die haben nicht große Schulausbildung gehabt. Und die haben ab der Zeit der Kreuzigung und danach mit Pfingsten noch verstärkt mit der Kraft des Geistes behauptet, dass das, was da vor 2000 Jahren geschehen ist, dass das alles verändert hat im Universum. Dass das Universum anders gestellt ist als zuvor. Und sie können es dir nicht beweisen. Es ist nicht etwas, das du mit deinem Kopf irgendwie ordnen kannst, sondern die ersten Jünger hatten ein Erfahrungswissen. Sie haben gemerkt, da ist eine Power da, die wir vorher nicht kannten. Da ist eine Kraft am Wirken, die wir vorher nicht kannten. Wir lesen in Apostelgeschichte 4,13, dass der Hohe Rat, der Petrus und Johannes zu sich rief, weil die haben da einen Lahmen gehend gemacht am Sabbat und das darf man nicht, man darf nicht arbeiten, verboten. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das war der Punkt. Wir können nicht einordnen, was ihr hier tut und mit welcher Power, welcher Form Vollmacht und ihr seid nicht gebildet, so wie wir. Aber ihr wart mit Jesus. Das ist das Entscheidende. Bist du mit Jesus? Wissen die Leute, dass du mit Jesus unterwegs bist? Sie haben behauptet, hey, wir haben diesen Lahmen nicht gehend gemacht. Das ist dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und am Kreuz ist was geschehen. Gott hat gesiegt über jede Krankheit. Und er hat es aussehen lassen wie eine komplette Niederlage. Der Sieg von Jesus sieht aus wie eine komplette Niederlage. Die Herrlichkeit von Jesus sieht aus wie eine komplette Demütigung. Das ist Karfreitag. Im Königreich wird alles umgedreht, was in der Welt Standard ist. Und das Spannende, was mich auch immer wieder herausfordert, ob ich das mit meinem Verstand verstehen kann, was da passiert ist am Kreuz, entscheidet nicht darüber, ob es wahr ist oder nicht. Das ist die Arroganz unserer Zeit. Ja, wenn ich es nicht verstehen kann und nicht begründen kann, kann es nicht wahr sein. Also ob du das Zentrum der Wahrheit wärst. Es entscheidet sich daran, ob es funktioniert. Gibt es wirklich Menschen, die Kraft des Kreuzes erfahren und komplett verändert werden? Das ist die Frage, ob es wahr ist oder nicht. Ich bringe ein paar Punkte, die hat Johannes Hartl vor zwei Wochen, glaube ich, kann euch das noch als Video senden, ein paar von diesen Punkten gebracht, der vertieft das noch viel mehr, aber einfach, was gibt es für Facts? Was ist am Kreuz passiert? Wie kann man das umschreiben, was da passiert ist? Es sind immer nur Bilder, es sind immer nur Aspekte davon, weil das ist so ein universales Geschehen, das ein und für alle Mal alles verändert hat. Ich fange an, Punkt 1. Jesus durchbricht am Kreuz die Spirale der Vergeltung, indem er Versöhnung bringt. Wir haben in dieser Welt, der Kreislauf, die Spirale des Bösen ist immer, ich mache dir was Böses und du musst es mir heimzahlen, damit Gerechtigkeit da ist. Und Jesus sagt, mit mir endet das, am Kreuz endet das. Der Täter sowie auch das Opfer
können Versöhnung finden durch mich. Das ist der Anspruch. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. 2. Korinther 5,19. Und wenn du was über Versöhnung lesen willst, lies mal den Epheserbrief. Das ist das Thema Versöhnung. Also Jesus durchbricht am Kreuz die Spirale von Vergeltung. Ja, dieses Volk hat uns was angetan, jetzt müssen wir sie bekämpfen. Und dann sagen sie, oh, wir haben so viele Opfer, wir müssen uns rächen. Und so ist der Lauf der Zeit und der Lauf der Welt. Bis heute. Zweitens, Jesus bezahlte am Kreuz die Schuld der Welt mit seinem Leben. Da gibt es eine Schuld, dass wir mit dieser Welt etwas machen, so wie wir das gut finden. Und der Besitzer der Welt sagt, hey, ihr habt eine Verantwortung, ihr hält das nicht ein. Und Jesus sagt, okay, ich bezahle diese Schuld. Hast du auch schon mal eine Buße gekriegt? Dann musst du bezahlen und dann ist wieder gut, ist wieder gerecht. Die Frage ist, was passiert, wenn du sie nicht bezahlen kannst, die Buße? Dann wirst du betrieben und irgendwann nimmt man dir den Führerschein weg und so weiter und so fort. Es ist die Frage nach Gerechtigkeit. Und wir leben heute in einer Zeit, wo man sagt, ja, hör auf mit Schuld und so. Das ist so, wir leben so eine Schuldkultur. Schuld ist nur eine Illusion. Hör auf, so die Schuldgefühle zu haben. Sei einfach dich selbst und dann ist alles gut. Ja. Wenn deine Schwester vergewaltigt und umgebracht wird, dann sagst du einfach, ja, Schuld gibt es nicht. Wenn deine ganze Familie in einem Massaker umkommt, wo andere einfach die töten, sagst du einfach, ja, Schuld ist nur Illusion. Ja, spürt deinen Schmerz, aber es ist eine Illusion. Also dann kann der Täter einfach, der vergewaltigt hat, sagen, ja, Schuld ist eine Illusion. Das ist so ein komisches Denken. Es funktioniert nicht. Wir wünschen uns, wir könnten diese Schuld loswerden und Menschen machen alle möglichen Dinge, reinigen ihren Chakren, machen irgendwelche Atemübungen, um wieder frei zu werden, weil wir Menschen spüren, da ist negative Energy, da ist was, was mich bedrückt und ich muss es loswerden, let it out. Ich muss mich reinigen, ich muss irgendwas tun. Und die Ansage der Bibel, die Ansage, die Botschaft von Jesus lautet, das, was ich am Kreuz getan habe, kann dich reinigen von aller Schuld. Und von allen Flüchen und von allem, was dich bedrückt. Das ist der Anspruch. Und ich bezahle es mit meinem Leben. Hebräer 9, Vers 12, nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein und für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Jesus ist ein und für alle Mal das Opfer, er ist ein und für alle Mal der hohe Priester und er ist ein und für alle Mal der Tempel. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann bringst du mit deinem Leben ein Opfer. Ein lebendiges Opfer. Und du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und du bist ein Priester und führst andere Menschen zu Jesus. So funktioniert das. Und weißt du was? Immer wieder entscheidet sich die Menschheitsgeschichte an der Tat von einzelnen Menschen. Weißt du das? Einzelne Menschen können einen Unterschied machen. Mutter Teresa, Gandhi, Jesus. Und auch du. Vielleicht hast du eine Familiengeschichte, wo du weißt, meine Mutter oder mein Vater oder mein Großvater, Urgroßvater hat damals die Entscheidung getroffen, ich gehe von meinem Land raus und gehe dahin. Und das hat dein Leben geprägt, sonst wärst du wo ganz anders, andere Sprache und so weiter. Einzelne Menschen machen Entscheidungen und es hat teilweise globale Auswirkungen. Das ist so. Das ist wie bei The Lord of the Rings. Am Schluss fällt dieser Ring da in diesen Feuerberg und die Macht des Bösen ist besiegt. Einzelne Menschen können einen Unterschied machen. Drittens, Jesus befreite uns am Kreuz von der Macht des Bösen. Es gibt positive und negative Energie. Hast du auch schon gemerkt? Am Arbeitsplatz, Familie, kommst du in einen Raum und merkst, bad vibes in the room. Oder andere merkst du, hey, das ist ein positives Klima. Ich gehe in gewisse Läden, wo ich merke, hey, da gehe ich wieder hin. Die Leute sind freundlich, da ist eine klare Ordnung, da ist Kundenfreundlichkeit, da ist eine Kultur da, wo die Menschen gewertschätzt werden. Sie sind nicht nur einfach, dir wollen wir was verkaufen, sondern hey, schön, dass sie da sind. Es gibt Fluch und Segen. Es gibt Böses und Gutes. Und wir lesen Kolosser 1, 13, er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Also am Kreuz ist was passiert. Jesus hat uns der Macht der Finsternis entrissen, wenn du an ihn glaubst und sagst, hey, das will ich, dass es für mich gilt, dann ist in diesem Glauben eine Power drin, dass du von der Macht des Bösen entrissen wirst. Und Galater 3, 13, Jesus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Da findet einen Tausch statt am Kreuz. Da, wo Fluch in dein Leben kam, und Fluch ist
Das Böse, das, was nicht aus Liebe geschieht, das, was verletzt, was zerstört, was kaputt macht, was tötet. Da, wo das in deinem Leben ist, kann eine Negativspirale sein, es kann traumatisch sein, du wirst das Ding nicht los. Aber da, wo Jesus in dein Leben kommt, gibt es eine Grundlage für Veränderung. Jesus ging aus reiner Liebe zum Vater und zu dir und mir ans Kreuz. Das war sein Motiv. Und schon in dem, dass er das tat, ich sage, ich mache aus Liebe, opfere ich mich mein eigenes Leben, hat er das Böse von innen heraus den Stecker gezogen. Das ist krass. Jesus befreit dich nicht nur vom Bösen und sagt, ja, das Böse ist jetzt weg, sondern er besiegt das Böse auch. Vierter Punkt. Also Jesus schrie am Kreuz, ah! Du denkst, okay, es ist ein Schmerzschrei. Ich sage, es ist ein Siegesschrei. Er wusste, jetzt ist es vollbracht. Und er schrie, atmete aus und verstarb. Und wusste, das ist der Sieg. Es sieht aus wie die komplette Niederlage, aber da ist der Sieg. Und weißt du was? Das gibt allen Menschen Hoffnung. Besonders die, die viel Ungerechtigkeit erleiden. Sie können auf diesen Christus schauen und merken, wenn das die Erlösung der Welt ist, kann ich Hoffnung haben. Da ist eine Power in diesem Kreuz. Kolosser 2,14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Der Triumph kam nicht erst mit der Auferstehung, sondern am Kreuz hat Jesus triumphiert über alle bösen Mächte. Das ist das Wort von Kreuz. Und am Kreuz geschah es, aber überall da, wo wir das Wort aussprechen, im Glauben, da kommt Power. Es ist nicht meine Power, es ist nicht die Lautstärke meiner Stimme. Ich mache das ein bisschen, weil ich denke, vielleicht bist du müde. Aber die Power kommt nicht aus meiner Stimme, sondern sie kommt vom Heiligen Geist. Der Sieg am Kreuz ereignete sich nicht nur einmalig, sondern ereignet sich auch dann, wenn du darüber sprichst. 1. Korinther 1,18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, aber uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Da gibt es ein Wort vom Kreuz. Darum ist Jesus Nachfolge, darum ist Christentum ist ein Wort Glaubensreligion, wenn man das so will. Das Wort ist ganz entscheidend. Im Wort ist die Power. Weil sonst kannst du sagen, ja, was hat das mit mir zu tun? Irgend so ein 30, 33-jähriger Mann wurde vor 2000 Jahren gekreuzigt. Was hat das mit mir zu tun? Was soll das? Warum muss ich mich darum kümmern? Warum müssen wir diesen Karfreitag feiern? Es braucht das Wort vom Kreuz. Es braucht das Wort vom Kreuz. Ich möchte jetzt zu einem Schluss kommen. Es gäbe noch weitere Aspekte, aber wir lassen es für heute. Sagt ihr noch, Jesus gibt uns am Kreuz eine neue Identität. Also schon am Kreuz geht es nicht nur darum, dass du von der Schuld befreit wirst, sondern Gott legt eine Grundlage, damit du sein Sohn, seine Tochter sein kannst. Du kriegst eine neue Identität. Du kriegst einen Platz in den himmlischen Welten, lesen wir im Epheserbrief. Schon jetzt, nicht dann erst, wenn du stirbst, sondern schon jetzt bei Christus hast du einen Platz. Einen Safe Space. Hey, das tut mir gut. Ich mich manchmal fühle wie ein blanker Nerv in dieser Welt und denke, wo kann ich mich noch verstecken? Und ich weiß, ich habe einen Platz bei Jesus in der himmlischen Welt. Und da bin ich safe. Da bin ich safe. Ich möchte mit dem schließen, Jesus lädt dich und mich am Kreuz ein, ihm nachzufolgen. Er sagt in Matthäus 16, 24, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Und ich habe gemerkt, das ist Nachfolge, ist eine Konfrontation mit der Realität. Ich habe die starke Tendenz, Leiden auszuweichen. Alles, was schwierig ist, ich weiche aus, ich verdränge es, ich betäube es. Und Jesus sagt, hey, das Kreuz auf sich nehmen, du kannst nicht das Leiden der Welt auf dich nehmen, sonst wirst du co-abhängig und lädst Zeugs auf dich, das kannst du gar nicht tragen. Das macht Jesus schon. Aber es gibt gewisse Dinge, wo du sagst, okay, ich nehme das auf mich, dass Leute so und so von mir denken, weil ich Jesus liebe. Und du kannst gewisse Dinge tun aus Liebe, wo du sagst, ich verzichte,
auf dies und das, auf dies und dieses Hobby, um Zeit mit Gott zu haben. Ich verzichte auf diese und diese Anschaffung, um Geld ins Reich Gottes zu geben. Du kannst ganz bewusst auch sagen, ich nehme das Kreuz auf mich und folge diesem Jesus nach, weil er mir so viel wert ist. Nicht, weil du das musst, sondern weil du sagst, Jesus hat alles für mich gegeben, damit ich frei bin. Ich will ihm eine Antwort geben. Ich will ihm zeigen und sagen, dass ich ihn liebe. Und hier möchte ich schließen. Ich habe den Eindruck, dass Gott heute Morgen Menschen befreien will. Durch das Wort des Kreuzes. Wie Paulus sagt, es ist ein, für die Welt ist es ein Wort der Torheit. Was soll dieser Mann, dieser 33-jährige Jude da am Kreuz vor 2000 Jahren mit mir zu tun haben? Schön, schöner nice Fact, lass uns was essen gehen. Oder du kannst sagen, hey, wenn das stimmt, dann will ich diese Kraft in meinem Leben erfahren. Ich möchte dich auffordern, wenn du empfindest, hey, ich möchte mehr von dieser Kraft, dann mach einen Schritt auf Gott zu heute Morgen. Lass uns aufstehen miteinander. Wir werden noch das Mahl des Herrn feiern. Das ist das, was Jesus uns aufgetragen hat. Bis er wiederkommt, dass wir uns daran erinnern, was er getan hat. Er hat seinen Leib gegeben, er hat sein Blut vergossen, ein Bild auf sein Leben, damit du und ich frei sein können, mit seiner Gegenwart zu leben und gefüllt zu werden mit seiner Liebe. Und er hat alles getan, dass die Kraft Gottes fließen kann in dein und mein Leben. Ich möchte für uns beten und wenn du möchtest, sagst, hey, ich möchte, dass diese Kraft neu in mein Leben kommt, kannst du deine Hände ausstrecken. Ich möchte zuerst für uns beten und dann könnt ihr nach vorne kommen, könnt Brot nehmen und Saft nehmen, wieder an den Platz gehen, da trinken und essen und geh mit Jesus in eine Konversation. Und wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann sag Jesus, Jesus, ich weiß nicht, was ich beten soll, aber ich bin einfach da. Zeig mir mehr von wer du bist. Gib mir mehr Verständnis. Lass mich deine Kraft erfahren. Lass mich deine Power erfahren. Und wenn du noch mehr willst, dann haben wir auch Leute, die für dich beten. Kannst du nach hinten gehen? Das ist Libby, die für dich betet. Ich werde auch da sein. Aber lass uns diese Zeit jetzt nehmen, einfach vor Gott zu sein. Er ist hier, durch seinen Geist. Und zuerst, wenn du möchtest, mehr Kraft von Gott, die Kraft des Kreuzes erfahren, kannst du deine Hände erheben. Ich möchte für uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dürfen wir dein Wort haben, das Wort des Kreuzes. Das, was komplette Torheit ist. Klingt wie Idiotie, dass irgendein Mann, der gekreuzigt zu Tode gefoltert wurde, irgendwas mit mir zu tun haben sollte. Aber dein Wort bezeugt es und Jahrhunderte, Jahrtausende Kirchengeschichte bezeugen es, dass da eine Kraft vorhanden ist, die von diesem Kreuz ausgeht. Und dass da, wo das Wort des Kreuzes verkündet wird, dass diese Kraft fließt. Und da sage ich ganz bewusst, ich kann nichts tun, aber Jesus, dir ist nichts unmöglich. Und so bitte ich dich heute Morgen, dass du mit deiner Kraft kommst, da wo die Herzenstüren offen sind, dass du einziehst und mit deiner Kraft befreist. Da wo Fluch ist, dass der Fluch gebrochen wird im Namen Jesus, spreche es aus und dass sein Segen in dein Leben fließt. Da wo Depression ist, dass diese Depression, dieser Geist gebrochen wird und eine neue Freude hineinkommt. Da wo Angst ist, Angst zu kurz zu kommen, spreche, dass Gottes Kraft kommt, diese Angst durchbricht und dich hineinführt in die Gesinnung seines Sohnes, seiner Tochter, die weiß, mein Vater sorgt für mich. Da, wo Krankheit ist, sage ich, die Macht der Krankheit ist gebrochen im Namen Jesus. Das, was er gezahlt hat am Kreuz, genügt. Und ich spreche Gesundheit aus in deinen Körper, in deine Seele, im Namen Jesus. Da, wo Beziehungen kaputt sind, wo sie zerstört sind, wo Verletzungen sind, ich sage, diese Verletzung wird geheilt werden. Die harte Schale bricht und Öl fließt, heilsames Öl. Und die Wunde wird geheilt. Und es kommt ein neues Wohlbefinden in deinen Körper. Und da, wo du dich verloren fühlst und hoffnungslos, sage ich, die Nacht wird durchbrochen mit dem Licht, das vom Kreuz ausgeht. Da sind sogar Tote auferstanden und so wirst auch du diesem Licht neu erweckt werden, wie die Sonne das Vitamin D hervorruft, wie die Sonne neue Blätter hervorsprießen lässt, so wird auch dein Leben aus dieser Kraft des Kreuzes neu aufsprießen. Im Namen Jesu bete ich. Und ich danke dir, Jesus, für dein Werk am Kreuz und das, was du tust. Halleluja. Halleluja. Jetzt dürft ihr nach vorne kommen.
Ich segne das Brot, ich segne diesen Saft. Als natürliche Speis und Trank, indem dass wir es nehmen, nehmen wir übernatürliche Speise und übernatürlichen Trank. Wir nehmen Anteil an deinem Leib und an dem Blut, das du vergossen hast, Jesus. Damit wir frei sind. Danke, Jesus, für dein Werk am Kreuz. Halleluja. Du dürft nach vorne kommen.